Guten Tag, Mahlzeit und hallo, hier ist der Silo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Folge von Assassin's Creed 3. Und ich muss hier in die Wälder zu der Indianerin. Und ich hatte jetzt in der Folge davor, habe ich hier diese Schatztruhe geholt und ich sehe hier so Sklaven. Und ich weiß nicht, ob ich die befreien kann. Das würde mir am Herzen liegen, nur ich glaube, ich kann das nicht machen. Ich bin hier so im gelben Gebiet. Weiß jetzt nicht. Wenn ich hier das so beobachte, ich sehe zwar hier so Rotröcke, muss ich die jetzt alle kaputt machen oder was? Komm, soll ich das einfach mal versuchen? Uah. Machen wir das einfach mal. Einfach mal ein bisschen Action. Ich kann ja nicht nur immer rumschleichen und so. Zäsch, zäsch. Offener Konflikt. Ja! Muss kontern. Kontern. Boom. Geile Szenen. So, will sonst noch jemand was? So, die habe ich gesäubert. Du. Wusch. Ich krieg dich. Habt ihr keine Chance. Kontern. 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 Er hat gewartet, bis er die Waffe aufgehoben hat. Konter. Konter. Bam. Er hat geschrien wie ein Mädchen. Zasch. Und unten, komm. Nein, sprich zu der Hand. Wusch. So. Ist noch einer hier im gelben Bereich? Glaub nicht, oder? Will noch jemand was? Ansonsten würde ich jetzt eure Leichen plündern. Was habt ihr denn alle so dabei? 10 Pfund. Ist ja lächerlich. Brauche ich mir gar nicht die Mühe machen. 9 Pfund. Habt ihr nicht irgendwelche coolen Sachen dabei? In Revelations war das immer so. Die hatten immer so viel Zeug dabei. Nö. Brauche ich nicht. Aber warum? Warte mal, ich laufe mal nochmal ein bisschen mehr in diesen gelben Bereich hier rein. Da ist noch ein gelber, ein roter. Wow! Da kommt eine ganze dicke, fette Patrouille rein. Ich hab doch eh keine Chance gegen mich. E halten. Konter. 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 E. Nee, ich muss Leertaste drücken, um ihn da durchzuführen. Wow! Geile Szene, Hammer. Zack! Und ihr seht? Weg! Und ihr seht, hier ist dieser gelbe Bereich jetzt weg. Cool. Das heißt, dass das jetzt hier nicht mehr unter Kontrolle der Rotrock ist. Ah, ich muss mal einmal kurz den General hier oder diesen komischen Offizier hier. Der was dabei hatte. Nö. Nicht mehr als die Fußsoldaten. Lass mich in Ruhe. Was bist du denn für einer? Hm. Ich hätte ihn ja schießen können, aber. Gentlemen, Fachleute, Dilettanten und neugierige Laien. Na, er stellt sich da direkt hin. Ihr seid frei. Ihr könnt gehen. Wollt ihr nicht? Stehlen? Nee. Hm. Tja. Schade. Schade drum. Da ist dieses eine Militärlager von gerade. Naja. Nehme ich mir jetzt wieder ein Pferd. Ein Pferd, Pferd, Fahrrad. Da. Naja, war ja trotzdem ein bisschen für euch ein bisschen Action, oder? War cool. War doch cool. In weniger als einer Minute habe ich hier vielleicht 20 Leute umgebracht. Ja. Haut ab! Hoppidi, boppidi, boppidi, boppidi. Ab durchs Tor. Jetzt kommt eine Zwischensequenz. Ja! Mystisch. Wollen mich verarschen? Ja. Yeah.
Okay. Ich möchte ins Grenzland. Ah, ich war auch dumm. Habt ihr das gesehen? Ich habe immer auf Ablehnen geklickt. Jetzt habe ich gerade ein Pferd dabei. Nein! Ich habe mir das Pferd dahingestellt. Ich dachte, ich müsste jetzt zu Fuß dadurch oder so. Er sieht bedrohlich aus, aber hat trotzdem immer noch so einen leichten positiven Gesichtsausdruck. So ein bisschen Grinsen. Ja, nee, ist klar. Komm, nochmal zurück. Jo. Und was wette ich mit euch? Dass jetzt mein Pferd weg ist. Komm. Komm. Jo. Hurra. Habe ich hier irgendwo ein Pferd? Steht hier irgendwo ein Pferd? Da steht ein Pferd. Ich möchte gerne auf die reiten. Auf sie zähmen. Ja. Müsste ich jetzt gerne ins Grenzland akzeptieren. Ja. Er sieht schon alles sehr cool aus, was er so anhat. Schon so ein cooler Type. Ich werde übrigens auch vielleicht in der nächsten Folge werde ich so eine kleine History machen. Der Animus beinhaltet sehr coole Informationen zum Krieg und zu Background-Infos. Und für alle Interessierten würde ich dann halt so eine kleine Folge machen, wo ich das halt ein bisschen erkläre und zeige und sowas. Das finde ich sehr schön, dass sie das halt machen. Wohin? Links. Auf einem Pferd sprinten. Oh, da ist irgendwas Rotes. Ui. Was bist du denn, Waschbär? Guck dir den an, der ist ja geil. Ah, jetzt hier die Sporen geben. Jetzt habe ich das verstanden. Muss ich wahrscheinlich. Ja. Muss ich immer wieder geben, so. In einem gewissen Rhythmus. Dass das Pferd hier. Oh! Komm! Nee, er will nicht. Komm! Ich bin auch irgendwie abseits des Weges gerade. Ich möchte gerne wieder auf einen Weg drauf. Jo! Da haben wir doch mal einen Weg. Ein ganz kleines bisschen. Auf zwei und steuert es sich ein bisschen roboterhaft. Boah, wo muss ich denn hin? Durch Stock, über Stock und Stein. Da. Weiter, immer weiter. Juhu! Der Lee erwartet mich schon. Hätte mich eigentlich auch mal mitnehmen können, oder? So. Ihm ist kalt, ich sehe es ihm an. Sequenz 3, nicht überzeugt. Achso, starte ich jetzt erst, okay. Habt ihr sie gefunden? Sie hat ihr Lager nicht weit von hier. Sehr gut. Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. Hoho! Warnung, Pferd besteigen. Mit den Pferden sind wir schneller. Ja. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Sir. Ja. Braddock besteht auf meiner Rückkehr in seine Dienste. Ich bat um mehr Zeit, doch ohne Erfolg. Okay. Ihn ärgert bestimmt noch der Verlust Pitcairns. Ha. Ganz zu schweigen von seiner Demütigung. Erster Soldat. Tut wie verlangt. Ich versuche derweil euch freistellen zu lassen. Tut wie verlangt. Der Ärger tut mir sehr leid. Nicht eure Schuld. Er ist der Soldat bei dem Braddock und der Braddock ist halt schon so ein bisschen der miese Peter da. Und er will ihm halt jetzt zurück, weil wir den Pinkard oder wie der heißt,
ihn entrissen haben. Oh, es ruckelt gerade. Das Feuer ist noch nicht lange aus. Die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Man hört sie doch noch. Oh, unsere Pferde sind weg. Verdammt! Wölfe, oder? Diese Spuren sind frisch. Es müssen ihre sein. Sie hat sich nach oben gewandt. Aus dem Schnee heraus und in die Bäume. Ja. Ich würde einfach mal sagen, hinterher. Den Spuren hier. Ich höre da Wölfe, ja. Sag ich doch. Cool, durch den Schnee hier. Das ist ja geil. Sehr cool gemacht. Ich gehe davon aus, dass ich hier ihrer Spur folgen muss, um schneller laufen zu können. Jo. Sehr cool gemacht. Sieht doch sehr schön aus. Wahrscheinlich verarscht die uns oder so. Guckt das jetzt von oben sich an. Hallo, da ist sie ja schon. Wartet hier. Er will sich ranpirschen. Oh, rechts sind Wölfe. Guck doch mal dahin. Boah, ich dachte schon, er würde mich erschießen. Warte, komm zurück! Kehr zurück zu Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Ich komme hier allein. Aber zurück. Kein Aber. Geht! Ach, siehst du da oben. Lauf nicht weg! Ich muss mit dir reden! Lauf doch nicht weg! Ich will auch ich auf die Bäume. Ich bin nicht dein Feind! Bitte, hör mir doch zu! Komm ich irgendwo hoch vielleicht? Nee, ne? Oh mein Gott, Weib, so lass mich doch sprechen! Geil. Genug von diesen Spielchen! Weib! Boah, diese Wölfe. Oh! Ja, ich drücke. Toll. Ja. Kopf. Ihr hört das vielleicht mit den Tasten hier. Ist schon schwer. Da kommt dann auf einmal Leertaste. Gut, machen wir nochmal. So, bitte. Jawohl. Sehr schön. Sehr. Wo denn? Die Kuh. Und weg. Der nächste. Die Leertaste. Und weg. Sehr gut. Ich mag solche Quicktime-Events. Entschuldigung. Wenn sie halt ein bisschen schlau gemacht sind. So wie jetzt gerade. Man muss sich schon ein bisschen anstrengen. Und nicht nur einfach E oder so drücken. Ich hätte eigentlich aber noch was cooler gefunden. Aber jetzt zum Beispiel bei dem ersten war, da musste ich dann auch die Maustaste einsetzen. Jetzt gerade zum Beispiel nicht. Jetzt mit der E, Leertaste, okay. Ich wünsche nochmal irgendwie so, nochmal Leertaste, nochmal Maustaste vielleicht. Was haben wir hier? Ah, so ein kleiner Weg. Da oben, okay. Du Häschen! Ich will nichts von dir. Hinfort. Hallo. Hallo. Oh. Ominöse Indianer. Ja gut. Das wäre auch jetzt das Ende der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Liked meine Videos, abonniert mich oder addet mich auf Facebook. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.